Movement Speed, Infection Time, Abschutz, okay. Das sollten wir so Chance und so weiter infizieren, damit haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Backwater Swamp, das wäre eine schöne Map für uns. Könnte mir unter Umständen sehr gefallen. Unter Umständen, ja. Wir werden sehen, ob sie mir gefällt. Ich sehe da hinten meinen Brunnen. Und ich sehe drei Gens blockiert, sehr schön. Wirklich? Was kommt dazu? Wo ist der andere Dude hin? Hier war er doch gerade wo. Also. Was? Wie tut sich denn jetzt? Musste denn jetzt da sein? Na komm, Feuer raus. Danke sehr. Du hängst, das heißt Pop Ghost und Wiesel kann voll keine losgehen. Ich habe das Gefühl, Celtic Warrior gibt sich selbst auf. Keine Ahnung wieso. Wieder los.
Dann wieder 2 Sekunden weg, ja. Hä? Was würdest du denn von einem Hobgoblin, hm? Ich werde auch langsam mal sehen, ob wir den Celtic Warrior erwischen. Der hat sich vorhin ziemlich verausgabt im Haken. Okay. Das war interessant. Für den müsste das vorbei sein. Ja. Dass sie vorhin aber auch alle Mühe gegeben, seine Leben zu verschwenden. Da drüben wurde der geheilt, ja.
Interesting. Das ist kein sonderlich gutes Spiel gerade. What? Are you kidding me? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also so gar nicht. Also so null. Gut, dass der Gen fertig wird, damit habe ich gerechnet, tatsächlich, ja. Ich rechne auch damit, dass sie den hier fertig machen wollen. Aber dafür ist hier sehr wenig los. Interessant. Interessant. Ich hole mir mal ein Upgrade. Starstruck ist echt gemein, ne? Auf ihr besonders. Wirklich dann da liegt sie. Das mit ihr hat so viele Möglichkeiten, Überlebende zu töten, das ist gigantisch. Und gerade mit Starstruck kriegst du nochmal eine richtig böse Möglichkeit oben drauf. Keiner der Gens ist richtig weit, ja. The rivers will run red. Ah!
Jo, das war's dann. Ach ja. Muss ich in den Ohren. Schön. Seriously? Das hätte so schön sein können. Lass mich raten, der Dude hat Iron Will oder so. Hätte sie zuerst hängen sollen, dann wäre es gegangen, glaube ich. Nee, auch nicht. Wenn er jetzt nochmal runterkommt, dann ist er ein Festungskünstler. Gut. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt nochmal runtergekommen wäre, dann Hut ab. Der Celtic Warrior war leider nicht so stark, wie ich gehofft hatte. Die hatten brand new parts. Wie haben die das verloren? Wie habe ich das gewonnen? Die hatten Map Offering, die hatten zwei starke Toolboxen. Die hatten gute Add-ons. Die hatten gute Perks. Zumindest zwei von denen. Wie habe ich das gewonnen? Ist eine ernst gemeinte Frage. Wie habe ich das gewonnen? Ich weiß es nicht.